Hallo und herzlich willkommen zurück zur Minecraft Adventure Map, Unreal Adventure. Ja, und ich springe hier einfach mal so rüber, denn das ist auch möglich. Da können wir uns den Sprung gerade sparen. Das habe ich in einer Test-Session hinbekommen, als ich einfach mal hier hoch bin und gedacht habe, warum denn da hochspringen? Ich kann doch da einfach durch, oder nicht? Ja, wie man sieht, hat es funktioniert. Und jetzt haben wir den goldenen Apfel. Das heißt, wir haben die Spezialmission erfüllt. Und ja, ich versuche jetzt mal wieder zurückzukommen, ohne zu sterben. Wunderbar. Und ja, dann schauen wir dann gleich mal in die Truhe rein, denn da habe ich eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Ja, wenn ich nur endlich aufhören würde zu brennen, dann wäre das super. So, und das war nichts. Bitte nicht sterben. Oh. Boah, ich dachte, ich brenne noch in der Lava. Boah. Ach ja. Ja, das ist schön verwirrend hier, ne? Hm. Du Kiste, du. Du Kiste, du. Und nur für einen goldenen Apfel habe ich immer alles noch einmal gemacht. Ich kann es nicht fassen. Ich bin irgendwie enttäuscht. Ja, ich bin irgendwie... Irgendwie bin ich enttäuscht. So. Jetzt fliegen wir mal runter und schau an, in der Kiste befinden sich alle Sachen, einmal die Goldnuggets, die wir bisher haben und auch der Bogen mit ausreichend Pfeilen, denn ich habe die Adventure Map nochmal ganz durchgespielt von vorne, das heißt ich habe nochmal alle Goldnuggets eingesammelt und so weiter und so fort, damit es jetzt hier richtig weitergehen kann. So, jetzt ist nämlich die Frage, wie komme ich da hin? Ja, und ich kenne die Lösung bereits, quasi, also wenn man es Lösung nennen will. Ich dachte zuerst, ich müsste diesen Knopf aus dem gegenüberliegenden Raum holen. Hier auf der anderen Seite, da in dem Swimmingpool war es ja links so ein Knopf, der irgendwie total sinnlos war. Da dachte ich, ich baue den ab und tue den da oben hin. Aber ich darf ja keine Blöcke abbauen. Das heißt, es ist ja irgendwie falsch, ja. Und da habe ich gedacht, hä, was machst du, was machst du? Und dann habe ich mal bei anderen Let's Playern reingeschaut. Besser gesagt, bei einem Let's Player reingeschaut. Und dann habe ich entdeckt, dass das da hinten Minecarts sind. Das sind Minecarts und die müssen wir jetzt mit Pfeil und Bogen wegschießen. Und ich dachte einfach nur so, was zum Teufel? Das heißt, wir schießen die jetzt hier rein. Ja, verdammt. Ja, verdammt. Klettern dann wieder die allseits beliebte Steinchenformation nach oben. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Machen das hier auch nochmal. Ja. So. Dann wollen wir doch direkt noch einmal nach oben. Hier genau dasselbe. Pam. Und pam. So. Und habt ihr es gehört? Klack, klack. Die Eisentür war offen. Ja, das Doofe ist jetzt, dass ich es schon wieder hier machen muss und wieder nach oben muss. Und das ist gar nicht schön. Also das ist, finde ich persönlich, sehr, ja, demotivierend. Ja, ich finde es sehr demotivierend. Besonders in meiner Situation, da ich es einfach nicht schaffe. Ich schaffe es einfach nicht hoch. Und deshalb würde ich sagen, vergesst die Zeit, die ich jetzt brauche. Vergesst das Videomaterial, was weiß ich. Ich vergesst einfach jetzt alles. Ich probiere das jetzt offscreen. Das müsst ihr jetzt nicht nochmal mit ansehen. Wir sehen uns, wenn ich oben bin. Die Zeit habe ich bis jetzt eh nicht genommen. Keine Ahnung, wie lange die Folge jetzt ist. Mache ich alles zum Schluss dann. Die Zeit ist mir jetzt auch sehr unwichtig, da ich langsam wirklich genug von diesem Abschnitt hier habe. Ich will endlich mal weiter. So, und ich mache das jetzt hier hoch und ihr müsst das nicht mehr ertragen. Deshalb sehen wir uns gleich wieder, wenn ich oben bin. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Bin hier oben endlich angelangt. Die Tür ist offen. Wir betätigen den Schalter und sind glücklich und freuen uns und stürzen uns in die Tiefe hinunter.
Oh ja, ist das schön. Ja, und endlich öffnet sich die Tür zum letzten Raum, zum roten Raum. Und jetzt heißt es erstmal wieder hier ein bisschen umschauen, nach Goldnuggets schauen. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt einfach erstmal glücklich. Hier haben wir auf jeden Fall. Okay, ich habe irgendwie Angst. Okay, ich kann diese Tür öffnen. Ich will, also Gottes Willen, nein. Klack. Klack? Fragezeichen? Ja, okay, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird ja was. Der rote Raum. Aber bisher sieht eigentlich alles ganz gut aus. Also zumindest ist Abwechslung da. Zumindest ist Abwechslung. Ich meine, oh, haben wir lange gebraucht. Besser gesagt, ich. Also da ziehe ich mich mal ganz die Schuld auf mich. Hab ich da lange gebraucht. Du Lampe, du wirst den nächsten Tag nicht mehr erleben. Gott, oh Gott, endlich geht's weiter. Ein Schalter. Okay, irgendwas hat sich aktiviert. Und das heißt wohl, dass ich. Ah, nee. Schon. Ich darf wohl von hier aus weitermachen, so wie ich das verstehe. Okay, das ist wenigstens mal ein bisschen hier spielerfreundlich, aber das da vorher im gelben Raum war ja irgendwie viel schlimmer. Also fand ich persönlich viel schlimmer. Ich meine, ich muss sagen, das mit den Pflücken hier, das funktioniert eigentlich ganz gut. So, das da unten, die Kiste habe ich schon. Hier darf ich anscheinend wieder einsteigen. Das ist auch supi. So, und da arbeite ich, glaube ich, doch lieber mit mit dem Doppeltasten-Sprint. Ich glaube, das hat besser funktioniert. Ja, doch, das hat besser funktioniert. Ja. Jetzt fange ich wieder an zu failen. Ich sehe es schon vor mir. Schön, schön. Sehr gut. Ja, wunderbar. So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, am besten sage ich einfach gar nichts mehr, bis ich drauf bin. Vielleicht hilft das ja. Das war mies und ich rede einfach weiter. Ich rede einfach weiter. Verdammt. Das gibt es doch nicht. Ich habe es einmal geschafft und dann jetzt die ganze Zeit wieder nicht. Das gibt es doch einfach nicht, oder? Das gibt es doch nicht. Hep, truff. Hep. So. Und rüber. Und rüber. Verdammte Scheiße, ich habe versagt. Und drüber. Oh je. Ich glaube, ich nehme es zurück, dass der gelbe Raum schlimmer war. Naja, noch hänge ich hier keine drei Folgen dran. Das ist doch was. Aber mein Gott. Mein Gott, ist das schwer. Ich glaube, ich entwickle langsam eine Abneigung gegenüber Jump Maps. Ich war schon drauf, verdammt. Ach ja. Aber ich würde mal sagen, wenn ich hier nicht so schnell weiterkomme, gehe ich doch erstmal zur anderen Tür und schaue, was mich da so erwartet. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt einfach. Ich schaue mal, was bei der anderen Seite so ist. Und da hinten ist das Ende. Ich sehe es schon vor mir. Was erschreckst du mich so, ey? Das ist doch schon wieder so eine. Was willst du? Räumst du mich an? Geh weg! Was soll das? Geh weg! Headshot! Pam! Pam! Pam!
Ham. Ham. Hallo? Hinter dir! Hey. Wer will noch was? Wer will noch was? Wer hat noch nicht? Hä? 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 Du? 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 Willst du auch noch aufs Maul? Was machst du hier? Was zum Teufel? Warum kommen die denn alle zu mir? Hallo? Hallo? Geht weg? Hallo? Hallo? Geht weg? Hallo? Dann schieße ich die doch lieber mit Pfeilen ab. Was zum Teufel ist hier los? Ich meine, ich glaube, das sind diese Dorfbewohner. Ich kenne die Dorfbewohner, habe ich noch nie gesehen. Wie die mich einfach rausschieben. Ich habe die Dorfbewohner noch nie zuvor gesehen. Deshalb habe ich mich erstmal ganz schön erschreckt. Oh, ich muss auch Ausschau halten. Hilfe! Hilfe! Oh, 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 hier geht's lang. Ist das ein Labyrinth? Oder laufe ich im Kreis? Aha. Ich glaube, er will mich verarschen. Und ich laufe einfach nur im Kreis. Sehr interessant. Hallo, du. Ja, mach Platz. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Sackgasse. Hier ist auch kein Nugget. Das muss man ja alles mal hier durchforsten. Ob hier nicht noch ein Nugget zu finden ist. Da hinten ist noch ein Typchen. Na, komm schon her. Versteckst du was von mir? Na, und ihr? Was kommt ihr so bloß? Was schiebt ihr mich raus? Was soll das? Na, was war das denn? Und schon wieder können wir viele verschiedene Wege gehen. Ah! Verdammt, ich habe keine Pfeile mehr. Geh beiseite. Ah, ein Goldnagel, wusste ich es doch. Wunderbar. Und hier drüben noch so ein paar Dorfbewohner hier, durch die wir uns mal durchprügeln. Langsam, aber sicher. Langsam. Oh je, Mini. Los, stirb, stirb, stirb. Oder lass mich durch. Ah. Ah. Verdammt. Und die grinsen auch noch so blöd. Was grinst du mich so an, hä? Gefällt es dir? Lachst du mich aus? Nur weil ich hier nicht vorbeikomme? Ja? Ich zeig dir... Boah. Ich zeig dir, wer der Boss ist. Ah. Lass mich vorbei. Junge. Mann. Boah, was hier... Boah, wie es hier wimmelt von denen. Das ist doch nicht zu fassen. Mach Platz. Mach Platz. Mach Platz. Boah, muss ich die alle verprügeln oder was? Ah! Weg. Weg. Boah. Noch eine Truhe. Mach Platz. Platz. So, hier waren wir noch nicht. Ah. Ah, und hier ist sogar ein Schalter. Wunderbar. So, ich glaube, ich hab... Ach, mach Platz. Mach Platz. Hallo. Ich glaube, da hinten war ich ja jetzt. Nicht wahr? Hallo? Ja, genau. Hier war ich. Und da drüben euch auch. Dann kann ich ja jetzt hier zurückgehen. Oh, Mann. Immer diese drängenden Leute, immer diese... Boah, die wollen doch alle nur schmusen. Geh weg. Verschwinde. Boah. So, da ist auch noch eins. Oh mein Gott. So, hier ist eine Sackgasse. Hier habe ich jetzt eins genommen. Habe ich jetzt alle? Boah, ich hoffe... Was rennst du jetzt weg von mir? Ja, kannst du ruhig weiter wegrennen hier. Boah, ich bin verwirrt. Wo kommt ihr denn her? Ah. Boah, schön, der Ausgang. So, jetzt müssen wir uns aber hier diesen
komischen Dingern stellen. Da habe ich ja. Ach, hier muss ich doch gar nicht lang. Ich darf doch gütigerweise von hier aus anfangen. Ist das nicht schön? Ja. Und ich würde aber mal sagen, wenn ich es jetzt bei diesem Sprung, warte, es soll ein gescheiter werden, wenn ich es jetzt bei diesem Sprung nicht hinbekomme, würde ich sagen, beende ich erstmal diesen Part, aber ich will auf diesen verdammten Zaun, Stängel wollte ich sagen, was für ein Stängel ist das denn bitte? Ich komme nicht drauf. Ja, das fand ich gut. Ich bin drauf, bewege mich kein Stück, rutsche aber nach unten. Das ist ja supi, oder? Also das ist supi. Das, ja. Da finde ich einfach keine anderen Worte für. Oh, okay. So. Na. Noch 1, 2, 3 Mal oder so. Und dann mache ich wirklich Schluss. Immerhin haben wir schon mal ein paar weitere Goldnuggets von diesen Dorfbewohner-Typen da ergattert in diesem komischen Labyrinth mit den ganz vielen verzweigten Gängen. Und das ist doch schon mal was. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es weiter vorangeht. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch natürlich alles Gute. Bis dann. Ciao.